Willkommen zur Auswertung des Battles Pentagram vs. Just Call Me Raz. Vorab die Information, es gab einen Wechsel in der Jury. Magdim ist nun nicht mehr Teil der Jury. Allerdings haben wir schon jemanden Neuen dazugeholt. Imaguala. Und jetzt die Jurystimmen. So, beginnen wir mit meiner Bewertung Just Call Me Raz gegen Pentagram. Ich würde jetzt einfach nur Penta und Raz abkürzen. So, fangen wir mit Penta an. Penta hat meiner Meinung nach sehr gut gesprochen, fand ich. Es war passend, Musik war gut ausgewählt. Ich fand die Musik einen Tick zu leise, aber das sind alles nur Kleinigkeiten. Bei Raz hat mich es wirklich gestört. Raz klingt gelangweilt, sein Raumhall stört, er wirkt die ganze Zeit, als würde er etwas übersteuern. Allgemein auch auf dem Kanal wäre es gut, den Raumhall ein bisschen in Angriff zu nehmen, irgendwie mehr ins Zimmer zu stellen oder... Es gibt da ja Möglichkeiten, den Raum halt zu bekämpfen. Und ja, auch allgemein wären ein bisschen mehr Emotionen toll. Es war wirklich keine schöne Leistung. Das fand ich sehr schade. Also geht meine Stimme sehr klar diesmal an Pentagram. Jetzt zu meiner Bewertung. Battle Pentagram gegen Just Call Me Raz. Ich fange mit Pentagram an. Bei Pentagram fand ich die Musikauswahl sehr passend. Außerdem hat sie die Pausen sehr gut gesetzt und sehr gut betont. Das einzige Negative, was mir aufgefallen ist, dass ich ein wenig Hintergrundrauschen oder Hintergrundgeräusche gehört habe, stört allerdings kaum. Das habe ich nur gehört, als ich ganz genau hingehört habe. Bei Raz ist, es ist ziemlich dröhnend, ziemlich schlecht abgemischt. Es dröhnt ziemlich in den Ohren. Ich finde, es wurde auch zu stark betont. Es klingt ziemlich aggressiv. Die Musik passt zwar, aber ich finde sie nicht so passend wie bei Pentagram. Und deshalb ist es ein ganz klarer Punkt für Penta. Chiaros Stimme. Chiaro fand, dass Pentas Erzählweise wie auch ihre Musikauswahl wirklich gut zur Geschichte passte. Beides zusammen bildete für ihn ein sehr angenehmes Gesamtbild. Raz' Soundqualität war allerdings offensichtlich nicht wirklich optimal, was Chiaro jedoch hier außer Acht lassen will und ihm lediglich rät, dass er an der Raumakustik arbeiten soll. Allerdings hätte man auch einige Probleme mit einer etwas sorgfältigeren Bearbeitung sicher in Ordnung bringen können. Die Musik von Raz an sich war schon relativ passend, auch wenn sie für Chiaro etwas zu dramatisch war. Zu der Erzählweise von Raz an sich hat er nicht wirklich viel zu sagen, außer dass er das Gefühl hat, dass diese konstante dramatische Stimmung bei der Geschichte nicht unbedingt angebracht ist, aber das könnte auch Geschmackssache sein. Allerdings ließ diese dramatische Stimmung am Ende leicht nach. So geht Chiaros Stimme letztendlich an Pentagram. So, kommen wir zu meiner Bewertung im Battle Pentagram gegen Just Call Me Raz. Ich fange bei Penta an. Die Musik fand ich klasse. Ich finde, sie unterstreicht die Stimmung, also diese mysteriöse Stimmung, die Pasta mit sich bringt, ziemlich gut. Auch wenn die Musik etwas leise war. Also nicht zu laut, aber eben etwas zu leise. Ich habe sie teilweise nicht mehr ganz gut hören können. Dann die Betonungen fand ich sehr schön. Genauso wie die Pausensetzung. Alles in allem eben hat sie die Stimmung ziemlich gut rübergebracht. Dann komme ich zu Raz. Bei Raz fand ich die Musik eher so meh. Sie hat mir ein bisschen zu dick aufgetragen und hat auch sonst ein bisschen eine zu starke Härte vermittelt, sage ich mal. Was meiner Meinung nach eben zu dieser mysteriösen Stimmung der Pasta nicht ganz passt. Auch die Betonungen fand ich ein bisschen, sag mal zu hart. Also alles in allem klang er mir zu emotionslos, sage ich mal. Und seine Mikrofonqualität kam ihm jetzt auch nicht unbedingt zugute. Dementsprechend geht die liebe Pentagram für mich als deutlicher Sieger aus diesem Battle hervor. Meine Stimme geht an Penta, da ich ihr Gesamtbild um einiges stimmiger fand. Pausensetzung, Tempo, Betonung und Musik passten sehr gut zueinander. Bei Raz fand ich, dass es etwas zusammengestückelt wirkte. Die Erzählart war mir viel zu überdramatisch, aber die Musik war ganz gut. Insgesamt geht mein Punkt also an Penta. Also, kommen wir zu meiner Bewertung. Was die Musik betrifft, muss ich sagen, dass mir Pentas Auswahl besser gefallen hat. Ich finde, sie ist schön ruhig und das passt gut zum Bild der Geschichte. Bei Just Call Me Raz war sie mir fast schon ein wenig zu überdramatisch. Dazu kommt auch noch, dass bei Penta das Ganze schön ausklingen konnte und bei Just Call Me Raz war es sehr abgeschnitten. Das hat mir eher weniger gefallen. Sonst muss ich sagen, dass Penta meiner Meinung nach auch die Nase vorne hat. Sie liest sehr schön sanft und ruhig. Wie schon bei der Musik passt das halt gut zur Geschichte. Am Ende ist sie auch so ein wenig sadistisch geworden und dieser Tonfall hat mir dann halt sehr gefallen.
auch so im Kontrast. Im Gegensatz dazu klang Just Call Me Raz fast schon ein wenig aggressiv, war mir auch persönlich zu laut. Außerdem hat er eine sehr strikte Art vorzutragen, eine sehr geradlinige Stimme, und das hat mich sehr an Vorlesen im Schulunterricht erinnert. Was, wie ich finde, halt Penthas Leistung unterlegen ist. Daher geht meine Stimme auch an Penta. Von den Usern hat Pentagram 4 Punkte bekommen. Raz hat keinen bekommen. Somit gewinnt Pentagram also. Herzlichen Glückwunsch!